Wer heute Morgen MoMA angeschaut hat, der hat die Rufe gehört. Tor auf, Tor auf. Aber wir kommen wieder. Wir müssen ja morgen zur Arbeit. Und wir haben alle unsere Ausweise mit. Lasst uns doch einfach durchs Tor gehen. Das war die Stimmung am 9. November abends. Und wer sie mal wieder fühlen will, der sollte sich in der Mediathek den Beitrag von MoMA heute Morgen anhören. Es gibt ganz viele Erinnerungsgeschichten, die erzählt werden in diesen Tagen auf Veranstaltungen, auch untereinander, weil wir uns erinnern. Und diese Erinnerungsgeschichten, die ich immer wieder höre, die sind doch sehr, sehr viel unterschiedlicher, als sie in meiner eigenen persönlichen Wahrnehmung da ist. Weil natürlich jeder seine ganz eigene persönliche Wahrnehmung von diesem Herbst 89 und auch vom 9. November hat. Aber eins gleicht sich. Die meisten von uns, die waren staunend. Die waren ungläubig. Wir fragten sich auch, wie Dietmar Woidke mit ein wenig Angst, komme ich wieder zurück, wenn ich in meinem Ausweis den Stempel Ausreise aus der DDR stehen habe. Wir waren überwältigt und alles war ein wenig irreal. Aber so klar, wie das heute erzählt wird, die Geschichte in der Rückschau, so klar war das damals alles nicht. Am 7. Oktober noch, nicht lange davor, waren überall in der DDR ganz, ganz viele Menschen, Passanten einfacher, aber auch Demonstrantinnen und Demonstranten, die gegen den Staat auf die Straße gegangen waren, festgenommen worden, inhaftiert worden. Wer die Gedächtnisprotokolle liest über Prügel, Schikane, über Verhöre, über Inhaftierungen, der muss eben auch daran denken, auch das war die DDR. Das MFS hatte die Tatze auf alle Teile der Volkspolizei gelegt, auch auf die, die eben normalerweise nichts mit dem MFS zu tun hatten. Am 6. November wurde die Aktenvernichtung angeordnet. Am 4. und 5. November, kurz vor dem 9. November, reisten 10.000 Bürgerinnen und Bürger über die GSSR nach Bayern aus, weil es wieder ohne Visa in die GSSR ging. Und in dieser Zeit, meine Damen und Herren, in dieser Zeit, da wurde auch das Wort Wende geboren. Etwas, was es nie gegeben hat. Es hat keine Wende gegeben. Und ich bin immer wieder erstaunt und überrascht, dass diese Bezeichnung unsere friedliche Revolution in der Bezeichnung abgelöst hat. Und das macht mich wütend und das macht mich auch traurig. Die Wende, das war etwas, was Egon Krenz wollte. Und wer eine Bestätigung dafür braucht, der macht die aktuellen Kameras dieser Zeit sich ansehen. Egon Krenz hat gesagt, man wolle jetzt die Wende in der DDR schaffen. Und diese Wende hat es, wie gesagt, Gott sei Dank nie gegeben. Und deshalb kann sie auch heute nicht vollendet werden. Wenn man sich dies einmal klargemacht hat, meine Damen und Herren, dann weiß man, wie dumm, wie skurril, wie irreführend einige der Parolen von heute sind. Und wer diese Parole ausgibt, der steht nicht in der Tradition der friedlichen Revolution. Der steht in der Tradition von Egon Krenz. Und mehr ist zu Ihrer Rede heute auch nicht zu sagen. Wir wollten eine Demokratisierung ohne die SED, ohne Egon Krenz, ohne MFS. Wir wollten Presse, Meinungs-, Reisefreiheit, eine saubere Umwelt. Wir wollten nicht nur die Brosamen, die uns die SED geben wollten. Und wir wollten Veränderungen in unserem Zuhause. Das haben die Menschen am 9. November zum Beispiel an der Bornholmer Straße auch gesagt. Und ja, wir wollten auch Wohlstand. Selbstverständlich. Die DDR war eine Mangelwirtschaft. Und zwar nicht nur, wenn es um Bananen, Farbfernseher und Trabis ging, sondern zum Beispiel auch, wenn man einen CT-Termin brauchte und kein Westgeld hatte. Und verwechseln wir heute auch nicht gute strukturelle Dinge wie den SV-Ausweis oder den Impfstatus mit der DDR. Und verwechseln wir nicht das, wie ich finde, strukturell vernünftige Bildungssystem der DDR mit dem, wozu es benutzt wurde, nämlich zur Kontrolle und ideologischen Indoktrination von Geburt an. Und nein, ich konnte nicht einfach sagen, ich will Abitur machen. Und nein, ich konnte meinen Studienplatz nicht frei wählen. Und ja, ich muss unterschreiben, dass ich 3 Jahre am Ende des Studiums dahin gehe, wo der Staat mich braucht. Es sei denn, man hatte wie ich eine Wohnung, denn Wohnungen waren noch knapper. Und deshalb, meine Damen und Herren, ist die Mauer auch nicht gefallen. Sie wurde von innen eingedrückt, sie wurde gestürzt, sie wurde überwunden. Und sie bekamen Löcher. Sie bekamen Löcher an den Stellen, wo die Brüdervölker nicht mehr gewillt waren, die Handlanger der Sowjetunion zu sein. Holen wir uns ein Stück dieses Glücksgefühls für 1989 zurück, das wir im Herbst empfunden haben. Und gestatten wir uns auch, es uns zuzugeben, dass es eben nicht die Sicht
auf den Herbst 89, auf die Ereignisse und Ergebnisse dieser Zeit gibt. Das, was Menschen mit dem Herbst 89 verbinden, das ist ganz unterschiedlich, was sie empfunden haben. Ob sie ängstlich waren oder mutig, ob sie aktiv dabei waren oder ob sie staunend zugesehen haben und an der Seite standen. Ob sie die DDR als ihren Staat gesehen haben oder eben wie ich nicht als ihren Staat gesehen haben, das ist sehr, sehr, sehr individuell und sehr, sehr unterschiedlich. Und lassen wir nicht zu, dass 1989 ein Mythos wird. Denn ein Mythos erinnert nicht nur, sondern er vergisst und er begradigt. Joachim Gauck hat in einem Interview die Zeit damals verglichen mit einem Liebespaar in der Jugend. Was eine Liebessehnsucht stillen will, man kann gar nicht voneinander lassen, man will unbedingt vereinigt werden. Und dann erleben Paare später einen merkwürdigen Wandel von absoluter Verehrung und Hingabe hin zu einem Leben miteinander, in dem man dann plötzlich arbeiten muss an der Beziehung. Ich finde, das ist ein gutes Gleichnis. Das ist ein gutes Gleichnis, denn so geht es uns auch emotional manchmal in Ost und in West. Und ja, ich konnte mir 1989 nicht vorstellen, wie ein wiedervereintes Deutschland in den 90er Jahren aussieht, wie es in 2015 oder 2019 aussieht. Denn ich wusste, ja, wenn der Kalte Krieg zu Ende geht, dann verändert sich etwas überall auf der Welt. Die Systeme brechen auseinander, das sind große Bewegungen. Aber wer heute behauptet, er wüsste, wie das aussehen würde, der schwindelt zumindest ein bisschen oder ganz viel. Und ja, ist es für uns Ostdeutsche schwieriger, mit dieser offenen, freien, hochkomplizierten Welt heute umzugehen, mit dieser anstrengenden Moderne, mit dem Leben in einer freiheitlichen Moderne? Vielleicht. Deshalb haben wir aber oder hatten wir keinen schlechteren Charakter oder haben ihn heute. Aber auf dem Gebiet der DDR gab es von 33 bis 1989, 54 Jahre, eine Diktatur. Und selbstverständlich gewöhnen sich Menschen an Anpassungsleistungen, die sie erbringen müssen, um ihre persönliche Freiheit zu sichern. Auch das gehört zu der Wahrheit. Und immerhin gibt es aber inzwischen 3 Jahrzehnte, also auch ganz viele Generationen, überall in der Bundesrepublik, die dies nicht mehr mussten. Und deshalb, ich finde es gut, dass über 70% den Einigungsprozess heute positiv sehen, dass sie den Glücksfall der Wiedervereinigung und des Einstürzens der Mauern auch alle gemeinsam zu sehen. Und ich freue mich in 10 Jahren auf das 40. Jubiläum. Denn da werde ich hingehen, anders als ich als junge Frau mit einem Diplom in der Hand zwangsverpflichtet werden sollte, am 7. Oktober 1989 zur Feierstunde zu gehen und gesagt habe, nein, das mache ich nicht. Denn diesmal verteidige ich diesen Staat. Diesmal ist es meiner und meine Demokratie. Und auch ein bisschen Diktatur und ein bisschen solche Regelungen, wie Sie wollen. Die zerstören diese Freiheit und diese Demokratie. Und deshalb werden wir es nicht zulassen, dass wieder Mauern aufgebaut werden. Die Magdeburgerin Katrin Budde mit einer bemerkenswerten Rede. Und sie hat auch noch mal völlig klar gemacht, dass der Ausdruck Wende ideologisch